Guten Morgen, ich bin Beata, ist kurz vor 6. Mein Schicht fängt gleich an, wie ihr seht, ist noch dunkel. Morgen. Ich bin jetzt angekommen, jetzt nehme ich meinen Schlüssel. Manche muss man suchen. Die nehme ich dann alle zusammen. Kontrolliere ich mit der Liste und dann kann losgehen. Ja, ich heiße Beata, bin 42 Jahre alt und arbeite bei der Sozialstation in Zweibrücken. Das ist eine mobile Pflege, wie ihr seht. Wir fahren mit dem Auto zu Patienten. Es sind unterschiedliche Touren, wie wir fahren. Fangen aber alle morgens um 6 Uhr an und gehen meistens bis 12, 13, sogar 14 Uhr, je nachdem, wie viele Patienten wir haben und wie der Tagverlauf. Ich arbeite gerne früh. Ich bin ja ein Mensch, der zwar Morgenmuffel ist, aber ich stehe gerne auf und ich möchte gerne Mittag für mich und für meine Kinder haben und auch meinen Haushalt zu führen. Es ist halt anstrengend, ja. Also wenn man sich daran gewöhnt hat, an dem früh oder spät zu fahren, dieser Wechsel wieder auf spät, wo wir dann halt um 15 Uhr anfangen und bis 22 Uhr arbeiten, ist schon anstrengend. Und dann ist es das Ungewissen, ja, was ist jetzt zu Hause, kommen die jetzt zurecht, haben die sich was gekocht, sind die Hausaufgaben gemacht, ja, ist die Waschmaschine ausgeräumt. Es ist dann halt schon nicht so ganz wohles Gefühl, sage ich mal so. Früh arbeite ich gerne. Guten Morgen, dzień dobry. Ja, wir machen so jeden Tag kleine Übung mit dem Laufen. Ja, ist ein bisschen schwierig mit dem Laufen. Wir haben so über sechs Wochen im Krankenhaus gelegt. Hat keiner aus der Bett rausgeholt und jetzt, ja. Aber ab Dienstag, jeden zweiten Tag kommt die Krankengymnastik und ich denke, das geht ein bisschen vor. Oh ja, also, kein Problem. Wir sind so ziemlich, die passen zusammen. So, und jetzt noch die ganze Bürokratie. Wenn wir das nicht hätten, hätte man ein bisschen mehr Zeit für die Patienten.